Hallöchen, ich grüße dich hier zu meinem neuen Video, zu unserem Vlog. Heute ist der 24. Dezember, noch 2023. Ja, Heiligabend, ein wunderschöner Tag. Wir haben, also schön, dass du eingeschaltet hast. Bleib dran. Ja, ich hoffe, es wird sehr spannend, sehr interessant. Unser Familienfest. Ich versuche so gut wie möglich es euch mitzunehmen natürlich. Der Senior hat sich schon angezogen. Wir haben uns schön beschenken lassen. Ich habe ein schönes Armband gekriegt von meinem Mann. Da ist ein Foto von uns zwei drin. Ich habe ja, die Kinder packen da noch was aus. Ich habe eine schöne Tasse von der Leonie bekommen, beste Mama der Welt. Und ich habe auch noch meine Lieblingssüßigkeiten von Leonie bekommen, meine Gesichtsmasken und so weiter. Ja, natürlich haben wir uns schön beschenken lassen. Für meinen Mann, ja, haben wir auch schöne Geschenke gehabt. Er hat sein Audi-Klamotten bekommen, weil er Audi-Fan ist. Er hat dann auch ein schickes Audi. Und ja, ne? Er mag halt Audi und ja, ich auch. Und deswegen, ja, hat er von mir Joggenanzug bekommen, so einen Jogginganzug. Wow, du hast Süßigkeiten von der Sini gekriegt. Genau, und T-Shirt und von Leonie noch ein T-Shirt. Ja, und die Jungs, die Gutscheine. Ja, alles ist im grünen Bereich. Und wir frühstücken jetzt erstmal. Ich habe geduscht. Mir geht es auch heute etwas besser aus. Ich habe meine Periode bekommen, aber okay, das ist. Kann man nicht weglassen. Oh oh, Anna, pass auf. Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn wir fertig sind und so weiter, versuche ich, wie gesagt, ich versuche entweder ich vlogge wieder ein paar Tage und nehme euch einfach mit, oder ich vlogge einen Tag, je nachdem, wie viel ich Videomaterial davon sammeln. Mein Kind ist schon fertig. Ja, übrigens habe ich Haare geschnitten. Er wollte es Ich so. wollte das. Er wollte es so. Sieht schön aus. Ja, sieht schön aus. Wie Papa wollte er haben. Deswegen, 1 zu ja, 1. 1 zu 1. 1 zu 1 wie Die Papa. Klassengruppe hat direkt heute geschrieben, Frau Weihnachten zu Ihnen. Ja, ist ja auch schön, ne? Frau Weihnachten zu schreiben. Ja, also ich hoffe, ihr habt eure Tage genossen, denn das Video kommt natürlich ein paar Tage später raus als Weihnachten. Ja, genau. So, jetzt stehe ich nicht drum herum, plapper nicht herum. Ich habe meinen Tee jetzt gemacht und wir holen jetzt aus dem Kühlschrank unser Frühstück und ab geht's. So, ihr Lieben, ich bin fertig. Das ist bei mir geworden. Nachher machen wir das noch mit dem Grünen. Ich habe jetzt vergessen, ich habe keinen Dill zu Hause. Ich habe mir gedacht, ich habe Dill noch so. Ein bisschen Dill, Petersilie oder noch ein bisschen grüne Zwiebel, das wäre schön. Ich habe hier noch restliche Masse. Das nehme ich mit, eventuell für Butterbrote. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Ja, wie gesagt, so ein
kleines so Häppchen-Idee, finde ich. Ja, schmeckt auch ganz gut. Natürlich derjenige, der Fisch mag, man kann es auch ohne Fisch machen. Das habe ich jetzt in TikTok mit Fisch gesehen. Deshalb, ja, mache ich auch, habe ich auch so gemacht. Das ähnelt dem Salat Wintermantel oder Mantel im Winter, was weiß ich, wie der auf Deutsch heißt, also Batschuba-Salat. Na, so ähnelt das dem. Ja, und ich mache mich jetzt fertig, gehe mich jetzt schminken, föhne meine Haare, ziehe mich um. Leonie ist auch jetzt gegangen, sich umziehen. Ja, und dann haben wir schon fast 1 Uhr, wecke ich meinen Mann und ich glaube, mein Mann bringt mich um. Sein Geschenk ist jetzt rosa. Da kamen rote Blätter drauf. Und ja, es ist rosa. Mich stört das nicht, dass es rosa ist. Ich mag rosa. So, gut. Jetzt wenig plappern. Weiter geht's. Ich habe noch einiges zu tun. So, ihr Lieben, wir sind los. Wir haben uns fertig gemacht. Einige Geschenke stehen. Sini ist bereit. Es regnet natürlich voll. Ja, ich habe Brille angezogen, weil ich fahre. Also. So, warte. Habt ihr Kartoffeln schon gepackt? Nein, ach so, Also, okay. jetzt Na gut, wir sehen uns dann später gleich wieder. Lieben, jetzt fahren wir Richtung nach Hause. Wir haben 7:30 Uhr. Ist auch schon recht dunkel, deswegen filme ich jetzt nicht viel im Auto. Mein Mann prüft nur noch die Räder. Irgendwie hatten wir das Gefühl, dass da ein bisschen wenig Luft ist oder so. Ja, wir haben jetzt die Uroma noch besucht, also die Oma von meinem Mann. Und ja, und das ist immer so zuckersüß. Sie freut sich mega. Ja, ist auch eine ältere Dame, ja. Und es ist einfach immer ja, herzzerreißend, einfach so zuckersüß ist sie. Verabschiedet, na, natürlich weint sie, ja. Sie vermisst uns und wir sind ja jetzt so weit entfernt. Meine Rede gut? Na gut. Wir sehen uns dann zu Hause und jetzt geht es erstmal mit Fahren. Ja, los geht's. Tanken ist hier teuer. Boah, 1,70 € Lidl. 1,80 € Benziner. Davor Boah. 1,64 €. Jetzt müssen wir erstmal 2,5 Stunden fahren. Wenn alles gut ist auf dem Weg, sind wir irgendwann gegen 21 Uhr zu Hause. 21 Uhr, ja. 21:30 Uhr.
So, meine Lieben, inzwischen ist es ein ganz anderer Tag und wir sind auch Gott sei Dank zu Hause. Ich habe rote Augen. Ich weiß nicht, also ich habe eben gerade geduscht. Ja, bei uns ist viel los, wird auch gleich noch viel los sein. Wir werden frühstücken und Reste noch aufräumen. Heute kommt schon mein erster Besuch. Moment. Leise machen. Also der Pult spinnt manchmal. Ja, auf jeden Fall kommt meine Lena heute schon zu Besuch mit ihrer Tochter Xenia. Ja, und wir machen es uns schön gemütlich. Morgen geht es nach Holland schon, weil sie wollte sich ein paar Fische kaufen und sowas, ne? Und einige Medikamente. Ist ja auch günstiger dort. Ja, und wir waren beim Nagelstudio. Ich habe euch ein bisschen was mitgefilmt. Sogar die Anna war da aufgenommen. Das war so zuckersüß. Das war so zuckersüß, weil die Anna saß da so und hat gesagt, ich will auch bunte Nägel haben und so weiter, ne? Und dann haben wir gedacht, ja okay, ne? Die Frau hat dann halt gefragt auf Russisch. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, ich meine, klar, bei uns in Kirgisistan, wir haben auch ganz viel mit türkischen Menschen, also mit türkischen sprechenden Leuten gelebt. Und die haben alle Russisch gesprochen und Kirgisisch, ja. Und ich habe mir nie gedacht, dass eine Person aus Vietnam Russisch sprechen kann. Ne? Sie kam tatsächlich aus Ukraine und hat 18 Jahre in Ukraine gelebt. Und sie spricht sehr, sehr gut Russisch. Natürlich mit diesem vietnamesischen Akzent, ja. Aber dennoch ist das so zuckersüß. Sie hat gehört, dass Anna Russisch spricht und hat mit uns angefangen, Russisch zu sprechen. So ganz direkt, so süß, so ganz lieb. Und man hat gespürt, sie hat sich riesig gefreut. Kannst du daneben stellen. Sie hat sich riesig gefreut, mit uns Russisch zu sprechen. Hat direkt, sie hat drei Kinder auch. Und die kleinste Tochter ist auch 3 Jahre alt wie Anna. Nun, sie hat direkt so Kekse der Anna gegeben und. Also ich mag ja sowieso dieses Nagelstudio. Da sind wirklich immer liebe Leute. Und sie sprechen auch gut Deutsch und so. Ja. Aber das war so richtig, richtig süß, das mit Anna. Und dann hat Anna gesagt, als sie zu mir kam, sie saß so hinten und hat ihre Filme geguckt, kam also zu mir nach vorne und sagt, Mama, bist du fertig? Ich habe gesagt, ja, gleich bin ich fertig. Und dann hat sie gesagt, ich will auch bunte Nägel, ne, aber frussig. Und dann hat die Frau gesagt, darf ich ihr machen? Habe ich gesagt, aber ja, keine Gel oder so, ne? Sie so, nein, nein, um Gottes Willen, Nagellack, ne? Ich habe irgendwie hier. Ja, und auf jeden Fall hat sie ihr dann verschiedene Nagellacke ausgesucht, die dann Anna auch gefallen haben. Und hat aber dann mit so einem Klarlack drüber lackiert und in die Lampe auch, dass so, so echt ist und so, ne? Das hat ihr so gefallen. Also Anna war hin und weg und das ganze Nagelstudio war auch hin und weg, die Leute. Da saß noch eine Kundin und sie war auch ja, total hin und weg, weil das war so zuckersüß. Die Anna war noch so geduldig und so richtig, als ob sie das immer schon macht, wenn so im Nagelstudio sitzen und ne, ruhig alles mitmachen. Ja, also wir haben was erlebt. Ansonsten, unsere Weihnachten waren auch sehr, sehr schön. Wir haben wunderbar unsere Weihnachten verbracht mit unseren Familien, Eltern und unseren Geschwistern. Ja, also ich fand das sehr, sehr schön. Alles ruhig, chillig. Ja, und wir haben auch die Zeit sehr genossen. Deswegen kamen in einem Tag zwei keine Videos. Ich habe auch leider irgendwie, habe ich hier blau.
Irgendwie habe ich auch nichts gepostet. Also jetzt, dass kein Video kommt oder so. Ich habe daran überhaupt gar nicht gedacht. Erst spät irgendwann, wo ich im Bett war und ich mal so eure Kommentare nachgucken wollte und beantworten wollte, kam ich auch nicht dazu, weil ich immer müde war, weil es immer sehr spät ins Bett ging. Ja, und ich hoffe, ihr verzeiht mir dafür. Ich lese eure Kommentare, ich like sie mit einem Herzchen, mit einem Däumchen nach oben. Ich sehe jeden einzelnen Kommentar, beantworte bloß nicht immer alle. Die Tage, wie gesagt, wenn Silvester und wenn alle Feier vorbei sind und alles gut ist, dann wird auch wieder regelmäßige Videos geben und auch die regelmäßige Kommentarbeantwortung für euch, von euch. Dazu werde ich auf jeden Fall wieder dann Zeit haben und kommen. Ja, und wie gesagt, ich sehe eure Kommentare. Vielen, vielen Dank und für die Unterstützung natürlich, für eure so große Abonnentenzahl schon. Also wir sind schon bei 1530. Und ja, das ist echt richtig mega, mega stark. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Lieben, lieben Dank dafür. Ja, freue mich natürlich über die Däumchen nach oben. Kommentieren nicht vergessen. Wie gesagt, ich sehe eure Kommentare. Ja, und gern kannst du mir auch ein Abo dalassen, schenken. Für dich ist das kostenlos und unverbindlich. Und für mich, wie gesagt, ist es eine mega große Unterstützung. Dadurch wachsen wir einfach und dann habe ich auch viel mehr Möglichkeiten zu bieten. Ja, und ansonsten, ich starte dann einen neuen Vlog oder ein Laber-Video. Werden wir mal sehen, damit ihr die Tage auch was an Videos habt. Eventuell, vielleicht lasse ich das auch erstmal ruhen und tatsächlich im neuen Jahr mit allem Guten starten. Weil ich komme da einfach nicht mehr in die Geschäfte. Ich bin beschäftigt momentan mit meinem Besuch, weil ich Besuch bekomme und so weiter. Aber da könnte ich euch ja eigentlich mitnehmen bei Vorbereitungen. Morgen fahren wir nach Holland mit der Lena und ihre Tochter. Ich weiß nicht, ob sie jetzt aufstehen möchte früh und mitfahren. Aber ansonsten ne, ist gar kein Thema, kein Problem. Wir machen uns einfach die Zeit schön. Dann besuchen wir kurz noch meinen Bruder, weil die Lena ist ja die Nichte. Ich glaube Nichte. Ich hoffe, ich sage hier nichts Blödes. Ich glaube, das ist die Nichte. Die Lena ist die Nichte von meiner Mama. Ja, und wir machen uns einfach ein paar schöne Tage. Danach kommt noch meine Freundin Ina dazu. Und ich möchte Minzti. Ja, und dann machen wir uns einfach schöne Tage und ich freue mich schon einfach auf Silvester. Also, wir haben gestern mit Ina telefoniert und Inas Ehemann, der Alexei, der hat zwei volle Tüten Ballerzeug gekauft. Das ist einfach der Wahnsinn. Zwei volle Tüten mit allem möglichen Zeug. Ja, wie gesagt, das ist mir eigentlich egal. Wir haben keinen gekauft, das ist schon das wievielte Jahr, dass wir keine kaufen. Ich bin so gegen eigentlich. Ich mag so das ganze Ballerzeug nicht. Auch die armen Tiere haben Angst. Und das war ja gern, ja, ich weiß gar nicht, wie ich mit meinen Chinchillas, die Chinchillas bringe ich ins Wohnzimmer. Entschuldigung. Weil im Bad wird das wahrscheinlich einfach viel, viel zu laut für die. Ja, so ihr Lieben, ich blabber auch jetzt nicht voll. Mein Mann hat schon Tisch gedeckt, wir werden frühstücken. Wünsche euch alles, alles Liebe. Ich hoffe, ihr hattet auch schöne Weihnachten verbracht. Ihr seid alle gesund. Meine Anna ist ein bisschen erkältet und mein Sohnemann Arseni ist etwas erkältet. Aber das kriegen wir alle hin. Alles wird gut. Jetzt hat jemand die Anna genervt. So ihr Lieben, piep, 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 ich hab euch lieb, wünsche euch Gesundheit, alles, alles Liebe und wir hören uns noch auf jeden Fall per Video und ich werde noch einen kurzen Short am 31. für euch machen, einen Toast anbringen und ja, das mache ich ganz traditionell, das habe ich letztes Jahr auch so gemacht, das fand ich auch sehr, sehr süß. Ja, liebe Grüße und ciao, 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 eure Xenia. Bis dann, bis morgen vielleicht. Bis zum neuen Video.